Er ist da. Julian Malatini ist heute am Mittwoch offiziell beim SV Werder Bremen vorgestellt worden und hat auch gleich sein erstes Training absolviert. Und bei seiner Vorstellungsrunde hat er gleich mal angekündigt, über das eiskalte Bremer Wetter freut er sich riesig. Und diese Freude hast du ihm oder hat man ihm sofort angemerkt. Er ist ja auf den Trainingsplatz gekommen als einer von zwei Spielern nur mit Felix Agu zusammen, die ohne Handschuhe hier rumgelaufen sind. Und er hatte wirklich permanenten Strahlen im Gesicht. Du hast ihm die Freude richtig förmlich angemerkt. Und auch auf dem Platz, man konnte zwar noch nicht ganz so viel sehen und erkennen, aber er war durchaus spielfreudig unterwegs, hat ja auch schon ganz gut dazwischen gefunkt. Ja, die ersten Eindrücke also durchaus positiv. Und am besten schaut ihr euch selber mal an, wie er sich so gemacht hat. Ja, ganz besonders Rafael Boré hat ihm auch viel geholfen, der Kolumbianer, der ja Werder spätestens im Sommer verlassen wird, wie heute bekannt wurde. Er hat viel mit ihm auf Spanisch sich unterhalten und ja, ihm so die ersten Schritte auf dem Platz erleichtert. Auch Nelson Valdez, der ja jetzt als Co-Trainer zu den Profis aufgerückt hat, war dabei und hat unterstützt, wo er konnte. Aber schaut doch am besten selbst mal, wie er sich so geschlagen hat.